So, eine positive Bilanz von über 3000 Euro, Dollar, wie auch immer, haben wir jetzt. Da kriegen wir eine ganze Menge Geld für. Wir haben jetzt 38.000. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, es wäre jetzt nicht verkehrt, mal uns um öffentliche Verkehrsmittel zu kümmern. Öffentliche Verkehrsmittel, da haben wir momentan einmal Taxi, Schiff, Straßenbahn und Bus. Ich werde mich erstmal so ein bisschen um Bus kümmern und dann später um Straßenbahn. Taxi erstmal noch nicht und Schiff haben wir. Ja, wir haben da hinten eine Schiffanbindung, aber das ist hinterm Industriegebiet ganz weit weg. Da lohnt sich jetzt nicht, extra eine Schiffanbindung zu machen. Gut, wir bauen erstmal ein Busdepot. Das kostet uns 30.000. So, das bedeutet, wir können hier nicht beides gleichzeitig machen. Dafür bauen wir 40.000. So, das Busdepot, das ist eigentlich egal, wohin das hinkommt. Wir bräuchten auch bald oder irgendwann dann noch Platz für einen Busbahnhof. Und dann will ich so ein bisschen mindestens in der Mitte hier so haben. Wenn das sowieso hier gebaut wird, würde ich mal hier diesen Platz hier, wo das Gebäude jetzt hier, wo ich das hinzeige, mal reservieren für einen Busbahnhof. Wann kriegen wir einen Busbahnhof? Bei 4600. Da sollen dann später auch die Busse dann verkehren. Okidoki. Dann werden wir ein Busdepot hier hinten irgendwie hinsetzen. Keine Ahnung. Ja, hier sieht es ganz gut aus. Machen wir 30.000. Aber es lohnt sich. Jetzt haben wir Zugriff auf Buslinien. Dann können wir halt so ein bisschen bestimmen, wo die Buslinien hinkommen. Ich würde die Buslinien. Ups, fehlt Wasser. Ich rede gleich weiter. Also hier ein bisschen Wasser ein. Die Buslinien würde ich hier beginnen wollen. Hier bei hier. Denn wenn später hier sowieso der Busbahnhof hinkommen soll, dann macht es Sinn, hier die Linien auch hinzusetzen und später dann verlegen auf den Busbahnhof, dass dann die Busse wirklich beim Busbahnhof also enden und anfangen. Ist halt der zentrale Knotenpunkt. Gut, dann fangen wir mal an mit einer Buslinie. Wir müssen bedenken, wenn wir hier einen Punkt hinsetzen, dann können wir später hier nicht mit der Straßenbahn halten. Andersrum genauso, wenn wir einen Punkt da mit der Straßenbahn hinsetzen, können wir da nicht mit dem Bus anhalten. Das ist anders bei ausgebauten Straßen, bei mindestens zweispurigen Straßen. Hier können wir zum Beispiel hier eine Buslinie hinsetzen und später hier auch eine Straßenbahnlinie. Das ist bei einer dreispurigen Straße, glaube ich, genauso. Bin mir jetzt nicht sicher, weil mit dreispurigen Straßen habe ich noch nicht gearbeitet. Okay. Dann fangen wir mal hier eine Linie an. Die fahren wir mal hier hin. Wird sowieso dann automatisch eingerückt, sodass der Bus dann da auch halten kann. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir die Buslinie hin? Machen wir hier mal um die Ecke. Freuen sich so die Einwohner hier dann mal hin. Soll halt nicht an diese mögliche Stelle sein. So. Hier. Wonach? 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 Hier. Hier. Da meinetwegen auch nochmal. Dann hier. Hier. Dass es so ein bisschen hier alles schön verbunden ist. Da. Und dann hier diese, ja, kann man schon fast sagen, Hauptstraße zurück. Da können ruhig mal mehrere Haltestellen sein. Das ist mir auch egal. So. Und dann geht es hier rum. Haben wir unsere erste Buslinie. Und die Busse werden sofort losgeschickt. Vom Busdepot aus. Da ist der erste Bus. Der fährt jetzt so in die andere Richtung. Ach so, fahren die dann auch beide Richtungen ab? Das war mir jetzt nicht bewusst. Nee, kann auch gar nicht sein. Oder muss man das beobachten? Hier fängt es halt, wie gesagt, an. Okay, die fangen mittendrin irgendwo an. Okay, die fahren alle in einer Richtung. Werden halt gleich mehrere Busse ausgesendet. Und dann kann man auch sehen, wie viele
Passagiere drin sind. Hier sind 10 Stück jetzt gleich drin. Dann würde ich das jetzt auch so machen, dass ich die gleiche Strecke nochmal lege, nur in die andere Richtung. Ich bin irgendwie ein Fan davon, wenn die dann wirklich dieselbe Richtung in oder dieselbe Strecke in beiden Richtungen fahren. Da mache ich das einfach mal. Muss ich hier dieses Bussymbol wieder auswählen, Haltestelle und eine neue Haltestelle hier hinzufügen. Dann machen wir da überall, wo ich schon was hingesetzt habe, auf der anderen Seite halt nochmal was. Das geht jetzt auch um einiges schneller. Da kann man auch die Busse schön sehen. So. Dann. Im Moment, das war falsch. Wo ist der nächste Punkt? Hier ist der nächste. Achso, da habe ich schon. Hier dann. Hier steht ein Bus sogar schon. Dann hier. Und Linie abschließen. Somit werden jetzt nochmal ein paar neue Busse rausgeschickt. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Busdepot unendlich viele Busse hat. Aber eine Begrenzung hatte ich da bisher nicht gesehen. Und durch Busse und später auch Straßenbahnen werden die Straßen auch immer voller. Sodass wirklich jetzt eine zweispurige, dreispurige Straße wirklich sich sehr, sehr lohnt. Genau. Hier, ja gut, so viel Verkehr ist jetzt hier nicht. In Richtung Industriegebiet ist eine Menge Verkehr. Hört ihr dieses Piepen? Irgendwo steigen immer weitere Häuser auf. Ach, hier ist auch ein Gewerbegebäude verlassen. Das müsste ich mal abreißen, damit da Platz für ein neues Gebäude ist. Gut, dann haben wir uns jetzt um die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt gekümmert. Hier, der beginnt zum Beispiel jetzt in die Linie. Und die halten sich natürlich auch an die Ampeln, Verkehrszeichen und so weiter und so fort. So, bei der zweispurigen Straße ist es zum Beispiel auch so, dass die Autos schön beiseite fahren können, an dem Bus vorbei. Damit können sie hier auch, stimmt, das ist ja extra breiter gemacht worden. Und die haben einige Passagiere. Oh, der Bus zum Beispiel ist randvoll. Der hier, der hat nur 3 Passagiere. Naja. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut. Dass die Busse auf jeden Fall voll sind. Hier, weil hier die Linie anfängt, wartet dieser Bus auch um einiges länger an dieser Haltestelle. Oh, da. Der hat jetzt grün bekommen. Kann hier somit abbiegen. Genau. So. Gut, dann müssen wir jetzt mal weiterschauen. Können wir schon ein neues Gebiet kaufen? Nein, noch nicht, schade. Aber wir haben jetzt in der Zeit, wo wir die Busse und so alles hingesetzt haben, nochmal ordentlich an Geld bekommen. Das ist sehr, sehr gut so, denn ich möchte auch so bald wie möglich auch Straßenbahnen hinsetzen. Damit hier alles schön verbunden ist. Wir haben dann hier auch eine... Nee, hier nicht, aber hier können wir mal schauen, wo hier so ein bisschen Gebiet ist, was ein bisschen voller ist. Hier, diese Straße auf jeden Fall. Gut, dass die zweispurig ist. Aber ich wollte jetzt hier, das hier. Da können wir uns jetzt auch nochmal die Linien anschauen. Wie viele Bürger, wie viele Touristen wir pro Woche transportieren. Momentan 8 pro Woche. Na gut, hat erst angefangen. Wo die Linien alle sind. Später wird man auch die Straßenbahnlinien hier sehen. Uns fehlt Strom. Shit. Müssen wir mal kurz hier. Wie viel kostet das? 11.000, ach du alte Scheiße. Vielleicht wäre ein neues Kohlekraftwerk ein bisschen sinnvoller. 40.000 bis 20. Wie viel Megawatt produziert es? 23, na gut, das ist eigentlich schon ganz schön krass. Dafür das hier 50 Megawatt. Ich hier so ein neues Kraftwerk hinbauen. Das hier mal schön in die Ecke. Dann kann ich das Budget auch noch mal ein bisschen verringern. Weil jetzt sowieso genug Strom produziert wird. Oh ja, auf jeden Fall. Immer noch sehr, sehr viel. So haben wir jetzt mal ein bisschen Geld ausgegeben. Vielleicht werden wir auch bald mal Geld ausgeben, um dieses... Ja, machen wir auch mal. Dieses Gebäude mal hier ein bisschen verschieben.
3.800 hat das jetzt hier gekostet, weil ich möchte hier diese Straße ausgebaut haben, zu einer zweispurigen. Weil der Verkehr sowieso hier ein bisschen größer ist. So. Natürlich haben wir jetzt keinen Anschluss mehr hier. Nicht so gut. Dann machen wir einfach mal auf den kürzesten Wege hier einen Anschluss hin. Verbraucht nur 3 Masten. Ja, jetzt hat es hier alles keinen Strom mehr. Oh mein Gott. Der Strom ist jetzt wieder aktiviert. Kurz mal Stromausfall gewesen. Hätte ich vielleicht andersrum machen sollen. Zuerst da den Strommasten hinsetzen. Aber naja. Oh, diese Strommasten müssen da bleiben, damit das da hinten Energie hat. Jetzt sehen wir die Energie von dort hinten, von der Windturbine hierher kommt. So, ich muss mal kurz hier mal was schauen. Moment, Moment, Moment. Okay. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Neues Gebiet haben wir immer noch nicht. Naja. Dann müssen wir warten, bis wir genügend Einwohner wieder haben. Unsere Nachfrage nach Wohngebieten, Gewerbegebieten ist alles so ein bisschen mittelmäßig. Heißt, wir könnten theoretisch neue hinsetzen. Ich hab sowieso jetzt hier die Straße ausgebaut, also wäre das keine schlechte Idee. Friedhof benötigt. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Wir bauen einen Friedhof. Okay, werden wir erstmal einen Friedhof hinsetzen. Wo war das? Hier. Kostet mir 8000. Ah, ja, nicht so toll, aber was soll's. So. Diese Straße. Wisst ihr was? Diese Straße hier. Werden wir ausbauen. Zu einer zweispurigen. Kann ich das hier ausbauen? Nein. Dazu müsste ich die Schule versetzen. 6000 Umzugskosten. Scheiße, ey. Nee, Bus und Depot ist das ja. Stimmt. Oh Scheiße, 6000. Ich würde gerne die Straße hier ausbauen. Da sowieso bald das Busdepot hinkommt. Und eventuell werden wir hier so auch eine Brücke bauen. Das ist. Ich muss das Busdepot leider umziehen lassen. Das machen wir folgendes. Werden wir das hier mal auf. Bauen hier mal so. 6000 mal bezahlen. Muss ich jetzt mal in die Tasche greifen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Oh Scheiße. Müssen jetzt hier auch noch mal ein paar Häuser abgerissen werden. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Oh. Haben wir hier eine dreispurige Straße? Und hier eine zweispurige und die wird dann weitergeführt hier rüber, wenn wir dieses Gebiet hier freigeschaltet haben. So, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten erstmal hier uns Wasser sorgen. Wir hier mal gleich hier runterführen, damit wir später hier sowieso Wasser haben. Okay, wir haben immer noch eine super positive Bilanz. Natürlich können wir jetzt keinen Friedhof bauen. Das ist ein Problem. Ja. Aber ich werde sowieso gleich die Aufnahmesession beenden. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Ich habe jetzt erstmal sehr, sehr viel aufgenommen. War eine sehr, sehr lange Aufnahmesession. 6 Parts müssten das jetzt insgesamt gewesen sein. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel mit euch zu teilen. Und ich hoffe mal, euch gefällt es auch. Sehen wir uns halt in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich denke mal, die Aufnahmesessions werden sowieso ein bisschen größer werden. Warum ist hier. Haben die Busse keine Anbindung mehr oder was? Nee. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Der Sturm muss transportiert werden. Ja, ich habe keinen. Doch, ich habe jetzt. Ich kann mir jetzt einen Friedhof bauen. Der ist das schön. Gleich hier daneben. Perfekt. Boah, wie glücklich die alle sind. So, übrigens, Gewerbe. Dinger haben wir hier auch so einen Levelaufstieg. Da sind ist sogar schon einer auf Level 3. Guckt mal, wie viele hier drinnen wohnen. Im Gegensatz zu einem Level 1er. Mal sehen, hier unten könnten Level 1er sein. Hier. Ja, ist schon ein großer Unterschied. So, hier sind auch
Ein Leichenwagen ist in Bewegung. Jo, dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall dieses Gebiet hier freischalten und noch weiter, weiter, weiter bauen. Viel, viel weiter. Es gibt noch viel zu erledigen. Gewerbegebiete, Wohngebiete, Industriegebiete bauen und so weiter und so fort. Auch unsere Anbindung an diese Autobahn hier wollen wir auch noch machen. Genau. Haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz. Das meiste brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Hier haben wir auch einen schönen See. Könnte man theoretisch auch noch was machen. Ja. Hier auch. Hier ist jetzt die Bahnschienen. Hier ist Fluss. Können wir hier auch mit Schiffen, also Schifftransporte machen? Ja, dieses Spiel hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das finde ich super. Gefällt mir. Na gut, liebe Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall wieder. Ich werde jetzt hier schon mal abspeichern gehen. Mit euch gemeinsam hier 1 und 2. Ich habe es halt da ein bisschen nummeriert. Das ist die erste Welt, die ich gemacht habe. Ich bin nicht kreativ im Namen. Diesen Speicherstand nenne ich auch sehr, sehr kreativ. Nein, nicht 3, sondern LP. Ganz kreativ, ich weiß. Speichern. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann und tschüss.